einer Seite wird man mit Untersuchen der Gene von Patienten viel weiter kommen, indem man nicht nur ein einzelnes Gen anschaut, sondern eine ganze Serie oder allenfalls sogar die gesamte Gensituation messen kann. Zum anderen wird man versuchen, nicht nur das Gen anzuschauen, sondern was das Produkt der Gene, nämlich die Eiweiße, die Proteine anzuschauen. Als Beispiel, eine Raupe hat genau gleich viele Gene wie ein Schmetterling. Also dort sieht man keinen Unterschied. Hingegen die Proteine sind natürlich ganz anders exprimiert oder ausgedrückt im Schmetterling. Und deshalb ist es natürlich sinnvoller, wenn man den Schmetterling analysiert, respektive die Unterschiede misst, die die Raupe zum Schmetterling machen. Unter Proteomics versteht man das Erforschen der Gesamtheit aller Proteine, gleich Eiweiße, die in einem Patienten oder einem Menschen produziert werden. Es gibt tausende von Eiweißen, die synthetisiert werden in uns, und zwar nicht immer gleich. Die sind gesteuert, diese Synthese ist gesteuert, es wird mal mehr synthetisiert, mal weniger. Und durch diese Analyse will man eben früh erkennen, ob in einem Patienten ein abnormales Eiweiß oder mehrere abnormale Eiweiße produziert werden. Und wenn man die nachweist, kann man früh erkennen, ob ein Patient eben bereits einen Tumor hat oder nicht. Vielleicht ist die Kombination von 5 oder 10 oder von mir aus sogar 100 Eiweißen oder Tumormarkern, die dann helfen, einen Tumor zu charakterisieren, respektive früh zu erkennen. Also wir kommen sicher weg von einem einzelnen Tumortest und werden in Zukunft eben die Mehrzahl der Teste dann analysieren. Ich sehe das Potenzial der Proteomik im Bereich der personalisierten Medizin. Das heißt, die Anwendung der Technologie zum Bestimmen des Gesundheitszustandes der einzelnen Personen. Unsere Vision ist, dass wir anhand eines einfachen Tests, zum Beispiel aus einem Tropfen Blut, die Person oder unsere Kunden über einen Zeitraum eigentlich immer abgeben können, dass wir dadurch sehr frühzeitig eine Änderung des Gesundheitszustandes, zum Beispiel eben das frühe Entstehen eines Krebses, entdecken können. Auf diesem Bild hier sehen wir einen neuen Wirkstoff, der auch in Entwicklung ist und den wir schon testen konnten in Studienanwendungen. Und der Wirkstoff besteht aus einem Eiweiß, wieder ein antikörperähnliches Molekül, was an das Signalprotein auf der Zelloberfläche andocken kann. Und das wieder ganz spezifisch, weil dieses Molekül kann nicht überall auf den Zellen, auf allen Zellen sich anbinden, sondern nur auf den Zellen, die eben diesen Rezeptor haben. Das heißt, auf diesen krebsspezifischen Zellen. Eine Patientin, die eine zielgerichtete Therapie eben zum Beispiel mit Antikörpern erhält, da ist der große Vorteil ist da, dass es eben ganz zielgerichtet für diese Patientin, für diese Erkrankung eine Therapie ist. Und die Nebenwirkungen, die sind deutlich geringer bei einer Antikörpertherapie als bei einer Chemotherapie. Und da gibt es schon Möglichkeit heute, diesen Antikörper auch als Spritze zu verabreichen, als ganz einfache Spritze, die einfach nur unter die Haut gespritzt werden muss, wie zum Beispiel eine Insulinspritze oder eine Thromboseprophylaxe-Spritze. Und das sind neue Entwicklungen, die natürlich Vorteile mit sich bringen. Diese Applikationsart, die sehr viel schneller geht und die einfacher durchzuführen ist und unter Umständen von Patientinnen, von gewissen Patientinnen auch selbst gemacht werden könnte. Dann kam das Subkutan. Ich glaube, ich war eine der ersten Patientinnen mit dem. Und ich fand das hervorragend. Die Erfindung ist hervorragend. Und es ist vor allem ein sehr gutes Mittel, wenn jemand geschäftlich unterwegs ist. Dann kann er das vielleicht einen Tag selber machen und muss nicht, also vor allem übersee, muss nicht zurück zum Spital oder zum Hausarzt, sondern jedermann kann es dann machen.